Hallo und herzlich willkommen auf unserem neuen YouTube-Kanal von Busch und Müller. Hallo Frank. Hallo Sebastian. Frank, was liegt heute an? Heute möchten wir mit euch einen kleinen Crashkurs rund ums Thema Licht am Fahrrad machen. Mein Name ist der Frank und ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten. Frank, wo du sagst Licht am Fahrrad, ja? Ich bin neulich mal in so einen Fahrradladen gegangen und da fliegen mir ja, wenn ich in die Lichtabteilung gehe, echt viele unterschiedliche Werte um die Ohren. Candela, Lumen, Lux lese ich da. Und das soll ja eigentlich alles was über das Licht sagen, aber ehrlich gesagt tappe ich da ein bisschen im Dunkeln. Frank, kannst du mir da mal weiterhelfen? Ja, das ist auch nicht ganz einfach. Gerade mit diesen Begrifflichkeiten, die auch gerne verwendet werden, je nach Hersteller, macht es das einem Endverbraucher, einem Nutzer nicht gerade einfacher. Und um das ein bisschen zu entwirren mit diesen Begrifflichkeiten, deswegen machen wir heute diesen Crashkurs, damit man, und das ist das Ziel der Sache, nicht die Äpfel mit den Birnen vergleicht. Erstens, Candela. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Noch nicht so ganz, Sebastian, aber bald ist der erste Advent. Die Einheit Lichtstärke, Candela, ist die Lichtmenge bezogen auf den Raumwinkel. In diesem Fall, die Kraft einer Kerze leuchtet mit einem Candela. Okay, und welche Rolle spielt Candela, wenn man an Fahrradlicht denkt? Auch da haben wir was mitgebracht, Sebastian. Beim Rücklicht, da spielt es eine Rolle. Und ein Rücklicht an einem Fahrrad darf in Deutschland mit maximal 12 Candela leuchten. Zweitens, Lumen. Das finde ich ja jetzt als Fahrradlampe ein bisschen unpraktisch, was du uns da mitgebracht hast. Wie willst du mir denn damit jetzt Lumen erklären, Frank? Nein, Sebastian, ist tatsächlich unser neuer Prototyp fürs Fahrrad. Okay. Neue Stehleuchte. Nein, Scherz beiseite. Aber jeder Lichtkörper gibt eine gewisse Menge an Licht ab. Lichtmenge, Lumen. In diesem Fall diese Stehleuchte. Diese Stehleuchte verbreitet oder verteilt ihr Licht, aber nicht fokussiert, wie wir das benötigen bei einer Fahrradlampe oder bei einer Fahrzeugbeleuchtung oder Fahrradbeleuchtung. Sie verteilt ihr Licht relativ homogen in den Raum rein. Dann verrat mir doch mal, Frank, ist Lumen jetzt eine brauchbare Größe, wenn ich Fahrradlicht beurteilen möchte, oder eher eine weniger brauchbare? Leider nein, es ist keine gute Größe, weil ich weiß nicht, wie diese Lumen verteilt werden in der Fahrradlampe. Wenn ich den Wert Lumen höre, weiß ich nicht, wie die Verteilung ist. Das gibt der Wert Lumen alleine in der Zahl, in dem Wert nicht wieder. Soll das jetzt heißen, wir benutzen Lumen gar nicht, wenn wir unsere Fahrradlampen durchmessen? Nein, wir benutzen die Rasterfeldmessung als Messmethode für unsere Lumen, für unsere Lichtmengenbewertung oder Messung. Und es gibt auch noch andere Bewertungsmaßstäbe bei Lumen. Und das werden wir euch im Zusammenhang ein anderes Mal nochmal erklären. Drittens, Lux. Da scheinen wir der Sache ja schon näher zu kommen, Frank. Denn du hast uns da jetzt eine kleine Straße aufgebaut und ein Fahrradscheinwerfer liegt da. Ist Lux schon eine bessere Größe? Ja, wir können mit Lux, mit der Einheit der Beleuchtungsstärke, schon etwas mehr anfangen, wenn ich die Lampe einmal einschalte und auf die Straße richte. Wir müssen wissen, dass Lux in Deutschland laut Gesetz eine geforderte Größe braucht. Und zwar muss eine Fahrradleuchte mindestens 10 Lux haben in Deutschland, in 10 Metern Abstand gemessen. Aber wir können mit Lux alleine noch nichts anfangen, weil es ist nur eine Messgröße in einer bestimmten Entfernung. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hinten den Finger hinhalte, an dieser Stelle, da leuchten bestimmte Lux. Hier leuchten entsprechend mehr. Hier noch mehr Lux. Und hier noch mehr Lux. Es ist letztendlich nur ein Indikator für die Menge an Licht an einer bestimmten beleuchteten Fläche in einer bestimmten Entfernung. Mehr ist Lux leider nicht. Gut, Frank, wenn ich das jetzt also richtig verstehe, dann gibt es Lampen, die haben zwar viel Lux, aber als Fahrradlicht würden sie sich trotzdem nicht eignen. Stimmt das? Ja, das kann man so sagen. Ich habe als Beispiel hier einen Laserpointer mitgebracht. Wenn man
diesen einschaltet, sieht man ein stark gebündeltes Licht auf kleiner Fläche. Also wir haben sehr, sehr viele Lux auf dieser Fläche, die hier beleuchtet wird. Aber wir haben keine Ausleuchtung über die gesamte Fläche. Also viele Lux heißen auch nicht automatisch gutes Fahrradlicht. Gut, Frank. Candela, Lumen, Lux haben jetzt also alle ihre Stärken und auch ihre Schwächen, wenn man über Lichtbilder am Fahrrad spricht. Gibt es denn irgendwas Objektives, irgendeine Benchmark, irgendwas, wo man es wirklich vergleichen kann? Leider nein. Es gibt keinen objektiven Maßstab oder keinen objektiven Index, der diese Lichtbilder einrastert, einordnet. Daher benutzen wir auf unseren Verpackungen Lichtbilder, um euch eine Orientierung zu geben über das Lichtbild der jeweiligen Lampe, wie man hier sieht. Und hier kann man auch ganz gut erkennen, worauf wir besonders großen Wert legen bei uns bei der Beleuchtung. Wir haben ein sehr gutes Nahfeld direkt vor dem Fahrrad. Wir haben einen generell sehr breiten Lichtkegel. Und auch ganz wichtig für uns, die gesamte Homogenität des Lichtkegels und auch die Hell-Dunkel-Grenze am Ende des Kegels, um den Gegenverkehr nicht zu blenden. Super, Frank. Also sind die Lichtbilder auf unserer Verpackung das Beste, was man sich angucken kann, wenn man Fahrradlicht miteinander vergleichen möchte? Ja, da hast du leider Unrecht, lieber Sebastian. Ach. Die können eine Orientierung sein, diese Lichtbilder. Aber das eigene persönliche Sehen, Empfinden von Licht, in dem Fall Fahrradlicht, ist das Allerbeste. Also schaltet euer eigenes Messsystem ein, geht zu eurem Fahrradhändler des Vertrauens, der vielleicht ein paar Testräder hat oder ein paar Testlampen hat, mit denen euch dann in der Nacht bewaffnen kann. Und dann bildet ihr euch bitte euer eigenes Urteil von dem richtigen Fahrradlicht für eure Zwecke, für eure Wünsche. Vielen Dank für die Beratung, Frank. Jetzt sehe ich ja doch ein bisschen klarer als vorher. Sag uns doch mal, was wir beim nächsten Mal zu sehen bekommen. Beim nächsten Mal verwirren wir euch ein bisschen mehr, indem wir die Hell-Dunkel-Grenze, die ja so wichtig ist für uns, oder die Blendgrenze, einfach mal aufbrechen mit einem Fernlicht fürs E-Bike, fürs Pedelec. Danke fürs Zuschauen dieser Folge und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns mit einem Daumen nach oben liked und unseren YouTube-Kanal abonniert. Tschüss an euch alle.